Das war etwas Unschätzbares. Da war vor allem eine köstliche Quelle, die ihr Wasser in ein kleines Felsbecken ergoss, das zwischen Tamaris und Olivenbäumen lag. Norma entdeckte sie als Erste. Ich sehe sie noch, wie sie sich barfuß dem Wasserstrahl näherte, der in allen Regenbogenfarben glänzte, sich hinkniete, um das sprudelnde Wasser in der Muschel ihrer Hände aufzufangen. Oberhalb ihrer engen Bluse, die an der Taille ein großer Knoten zusammenhielt, sah man... Lesen Sie nur, lesen Sie. Ich trage ein Kleid aus Naturseide. Es ist abgetragen, beinahe transparent. Das ist es. Da haben Sie mich. Ein Satz wie der bringt mich um. Dieses abgetragene Kleid, fast transparent, bringt mich um. Sie bringen mich um. Ich spüre einen Schauder über den Rücken laufen. Anfälle von Begierde, die über mich kommen. Aber das ist schön, das ist sehr schön. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen bei unserem Informationsmagazin. Hier die Schlagzeilen des Tages. Erste Hürde genommen, der Ständerat stimmt der Beschaffung von 34 FA-18 Kampfflugzeugen mit klarer Mehrheit zu. Schon wieder eine Bluttat mit 3 Toten und 2 Schwerverletzten, ein Beziehungsdelikt im basel-landschaftlichen Muttenz. Die Queen bestätigt, die Herzogin von York, besser bekannt als Fergie, und ihr Prinz Andrew haben Verhandlungen für eine Trennung der Ehe aufgenommen. Soweit die wichtigsten Meldungen des Tages. In unserer Sendung auch ein Blick auf die mit Spannung erwarteten französischen Regionalwahlen. Wir begleiten Jean-Marie Le Pen, den großen Populisten der extremen Rechten, und seinen sozialistischen Gegenspieler Bernard Tapie. Und Fließbandarbeit ist out, Polyvalenz ist das neue Zauberwort, ein Arbeitsmodell des ABB-Konzerns in Schweden. Heute also der erste echte Test für die Hornisse, die FA-18. Behandlung der Vorlage, 34 Stück davon zum nicht ganz bescheidenen Preis von 3,5 Milliarden Schweizer Franken zu kaufen im Ständerat. Es war aber kaum ein Test. Es glich eher einem Heimspiel des Bundesrates. Die Landesregierung hatte diesem Geschäft recht Druck aufgesetzt, war Vorengagements in erheblichem Umfang eingegangen. Der Zeitplan für die Beschaffung, die Beschließung der Beschaffung, ist sehr knapp bemessen. Sicher würde der Ständerat sich nicht gegen die Erneuerung der Luftwaffe aussprechen, aber etwas Gegendruck, das lag schon drin. Der Bundesrat aber hat sich, wie gesagt, durchgesetzt. Renate Hotz berichtet. Überraschungen erwartete niemand, die Argumente waren bekannt, die Meinungen gemacht. Als sich heute Morgen die Ständeräte zur Beratung über die Beschaffung der 34 Kampfflugzeuge FA-18 für über 3 Milliarden zusammenfanden. Glaubwürdigkeit der Armee, Bedrohungslage und Finanzen waren Argumente. Da sind die 400.000 Schweizerinnen und Schweizer, wir wissen es, die am Existenzminimum oder unter dem Existenzminimum zu leben haben. Und wie sollen Sie nun diesen Menschen 3,5 Milliarden Franken für 34 Flugzeuge schmackhaft machen? Und es war immer so, dass man der Friedensförderung dann den schlechtesten Dienst erwiesen hat, wenn man bei den Friedenswilligen die Armeen vernachlässigen ließ und zu zahnlosen Hunden macht. Nichtsdestotrotz, das Interesse war größer als sonst. Die Nationalräte verfolgten lieber die Debatte hier als im eigenen Rat. Und das Fernsehen war live mit dabei. Kurz vor Schluss dann doch noch eine kleine Überraschung. Ein wesentlicher Grund dafür, dass ich dieser Vorlage heute nicht zustimmen kann, liegt darin, dass die grundlegenden Fragen, die hätten abgeklärt werden müssen, erst mit dem Postulat der Kommission beantwortet werden sollen. Die Räte stimmten dem Kauf trotzdem deutlich zu, mit 33-8 Stimmen. Die Zeit für die Behandlung des Geschäfts war kürzer als üblich. War die notwendige Gründlichkeit trotz Zeitdruck möglich? Selber als Außenstehender hat man zu wenig Zeit, um sich eingehend damit zu befassen. Ich glaube nicht, dass man das wirklich kann. Die Frage ist, welche Kompetenz
man sich zutraut. Es gibt sehr viele technische Details, die nicht angeschaut werden können. Ich habe mich intensiv damit befasst und fühle heute mich kompetent, darüber zu entscheiden. Der Entscheidungsprozess hat sich optimiert bei mir. Ich glaube, heute, am 19. März, sind wir soweit. Der Nationalrat soll in der Junisession entscheiden. Verschiedentlich wurde aus diesen Reihen schon Kritik geübt am Tempo des EMD. Ich finde, das Geschäft kann man in so kurzer Zeit, wie jetzt uns Nationalrat zur Verfügung steht, nicht gründlich behandeln. Besonders, wenn man nicht Mitglied ist von der Sicherheitskommission. Man könnte natürlich sagen, vertraut dieser Kommission, aber ich finde, es hat noch einen besonderen Umstand. Ich bin eine Volksvertreterin und ich treffe jeden Tag Leute, die sagen, kaufen dann das Flugzeug nicht. Und diese Leute, die können sich ja nie artikulieren in diesem Geschäft. Also muss ich als Volksvertreterin mich besonders intensiv mit dem Geschäft befassen. In letzter Minute will Andreas Gross mit einer Initiative Remedur schaffen. Er hat die Debatte per Mini-TV verfolgt. Sehr viele Leute regen sich total auf über das Flugzeuggeschäft. Sie haben aber nichts zu sagen. Viele haben aber das Gefühl, das passe in die heutige Schweiz wie eine Tiefkühltruhe in einer Eskimo-Familie. Und wir wollen eigentlich mit dieser Initiative den Leuten hier innen zu einer Stimme verhelfen und gleichzeitig denen hier innen zeigen, wie gross die Kluft ist, die heute die hier innen trennt von denen, die draußen sind. Und das mit einer Initiative eine Volksabstimmung provozieren, die uns würde gestatten, die Kluft wieder abzubauen. Im Nationalrat will man den FA-18-Kauf anders angehen. Man muss sich bei diesem Geschäft vielleicht noch auf Überraschungen gefasst machen. Vor genau zwei Wochen löschte ein junger Mann in einer Irrfahrt durch den Tessin 6 Menschenleben aus. Scheinbar grundlos oder mindestens nur schwer durchschaubar, warum er gerade auf diese Menschen einen so abgrundtiefen Hass hatte. Heute bereits wieder eine Bluttat im basellandschaftlichen Muttens. 3 Menschen wurden getötet, 2 liegen heute Abend schwer verletzt im Spital. Diesmal war der Täter mit den Opfern näher bekannt, ein Beziehungsdelikt also. Und dennoch ist die Tat schwer erklärbar. Mario Aldrovandi rekonstruiert die Ereignisse nach Angaben von Polizei und von Bekannten der Opfer. 17:45 heute Morgen. Vito Compiergo fährt mit dem Tram von Basel zur Überbauung Dorfmatt in Muttens. Dort wohnt seine Ex-Verlobte Patricia Proietto d'Arrigo mit ihrer Familie seit Jahren. Der 26-Jährige ist bewaffnet mit 2 Pistolen. Noch gestern hat er in einem Schießkeller geübt mit seinen legal erworbenen Waffen. Nachdem er die Haustüre mit der Schulter aufgedrückt hatte, kommt er zur Wohnung der Familie Proietto d'Arrigo. Nach Polizeiangaben schießt er hinter dieser Türe 3 Magazine leer, 19 Schuss, ein Blutbad. Als ich in die Wohnung reingekommen bin, habe ich am Boden im Gang den toten Vater getroffen, im Bauchlage. Im Zimmer nebenan, im Schlafzimmer, die Tochter, im Rückenlage, halbwegs bekleidet. 3 Einschüsse in der Badezimmertür, wo der Sohn verletzt aufgefunden worden ist, wo gerade durch die Sanität geborgen worden ist und abgeführt worden ist. Die Mutter flüchtet schwer verletzt in den ersten Stock. Dort stirbt auch sie. Es ist alles in einem sehr blutverschmierten Hülsen sind rumgelegen. Es scheint schon, dass der Täter die Attacke sehr entschlossen ausgeführt hat und dass die Opfer keine Chance hatten für Abwehr. Über diesen Balkon flieht der Amokschütze nach der Tat. Stundenlang irrt er unbehelligt in Muttens umher. Bei den Nachbarn löst die Bluttat Entsetzen aus. Niemand begreift sie. Ich verstehe nicht, wie einer so etwas machen kann, auch wenn er eifersüchtig oder neidisch ist. Aber wegen Eifersucht alle 4 zu töten, um Gottes Willen. Seit Jahren wohnte die Familie hier. Der Vater war Betriebsarbeiter, die Mutter Hausfrau. Die beiden Kinder hatten eine Lehre gemacht. Eine absolut integrierte Familie, findet der Hauswart. Super Leute, anständige, eigene Leute, die wirklich im Prinzip fast nicht mehr Italiener sind, oder? Es sind Schweizer, oder? Und ich finde das, wenn man im Radio hört, oder? Es sind Gastarbeiter, das sind nicht mehr Gastarbeiter, das sind wirklich die, die hier angehören. Der in Rheinfelden geborene Vito Compiergo konnte es jedoch nicht verkraften, dass ihn die Tochter der ermordeten Familie verlassen hatte. Seit diese die Verlobung aufhob, verfolgte er sie, am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Der Herr Proietto, also der Antonio, oder, hat zu mir gesagt, die Tochter hat Schwierigkeiten, oder, weil der junge Mann hierher gekommen ist, oder,
und sie belästigt hat, mit Telefon anrufen, zur Nacht. Und dann musste ich ihm einfach sagen, das ging mir als Hauswart nicht an. Er müsste das der Polizei melden, oder? Dies tat die Familie. Die Polizei riet ihr zu einer Telefonfangschaltung, was diese jedoch unterließ. Erstaunen löste auch aus, wie einfach der Basler Amokschütze legal zu seinen Waffen kam. Also der Täter hat einen gültigen Waffentragschein gehabt, der ausgestellt wurde ist von der Kantonspolizei. Und die Anforderungen richten sich nach dem sauberen Leumund und den Abklärungen, die dort gemacht werden. Es ist insofern also kein Problem, den Waffentragschein zu bekommen im Kanton Basel-Stadt. In diesen Rebbergen oberhalb von Muttenz endete der zweite Amoklauf dieses Jahres. 6 Stunden nach dem Blutbad schoss sich der junge Mann eine Kugel in den Kopf. Zurzeit wird er operiert. Bluttaten wie die von Muttenz und jene im Tessin stellen uns Unbeteiligte vor Rätsel. Pius Knüssel fragte den Direktor des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Kantons Zürich, Ambros Uchtenhagen, was Menschen in eine solche Tat treibt. Wut, Enttäuschung, Beschämung, Demütigung, wo erlebt wird in einer Art, die vernichtend ist, wo ich nicht damit fertig werden kann. Mit anderen Worten, sehr nahe an dem, was andere Leute ihnen Selbstmord treibt, weil sie sich mit dem nicht abfinden können. Aber unsere Gesellschaft stellt eigentlich andere Wege zur Konfliktlösung bereit. Warum funktionieren die nicht? Aus verschiedenen Gründen. Entweder persönlich ist jemand nicht in der Lage dazu, andere Wege zu beschreiten. Er hat keine Möglichkeit, in einer kontrollierten Art auch mit höchst aggressiven Gefühlen umzugehen. Oder weil er in einer Tradition gross geworden ist, wo sogar so eine Art von Reaktion Charakter von Heldentum hat. Vollzug von einer Rache. Ordnung wiederherstellen in der Welt, wo völlig von Unordnung strotzt. Aus der Kenntnis von mehreren so Fällen, sind die im Allgemeinen Spontanausbrüche oder sind das geplante Aktionen? Also, gerade diese Art von Ereignis ist schwierig aus dem Moment heraus. Eine gewisse Überlegung, auch wenn das völlig getreut ist von dieser Emotionalität, braucht es ja dazu. Jetzt haben wir gerade den Fall im Tessin. Auch ein Massenmörder, heisst das gar in der Presse. Jetzt der Fall in Muttenz, würden Sie von einem Nachahmungseffekt reden? Das fürchten wir genauso wie der Nachahmungseffekt oder der Werter-Effekt beim Suizid. Wenn jemand in so einer wahnsinnig gespannten Situation ist, wo er subjektiv keinen anderen Weg mehr sieht für sich, kann das letzte Signal sein, das ihn noch imponiert. Und das ihn veranlasst, den gleichen Weg zu gehen. Gibt es Möglichkeiten für uns, diese Signale frühzeitig und rechtzeitig überhaupt schon zu erkennen und wahrzunehmen? Ist nicht ausgeschlossen, aber ist genauso schwierig wie beim schon genannten Suizid. Es gibt Hinweise, gelegentlich reden Leute auch darüber, bevor es passiert. Oder sie sind dermaßen in einem Zeug, dass man ihnen anmerkt, dass etwas nicht mehr stimmt. Aber das Ausmaß von dem, was da passieren könnte, das ist außerordentlich schwer zu prognostizieren. Prävention oder Vorbeugung ist eigentlich eher ein bisschen auf einer anderen Ebene, nämlich, dass Menschen möglichst lernen, auch mit Wutgefühl, mit so Enttäuschungen, auf eine andere Art leben zu können, ohne sich völlig vernichtet zu fühlen. Und natürlich die Frage, wie leicht ist es, das instrumentell umzusetzen, mit anderen Worten, Waffengesetzgebung. Weitere wichtige Meldungen des Tages in einer Übersicht. Martin Hofer hat die Meldungen redigiert. Mit der Ankunft von UN-Sonderbotschafter Cyrus Vance in Jerewan gehen die internationalen Vermittlungsbemühungen für einen Frieden im armenisch-aserbaidschanischen Krieg weiter. Um die Bemühungen von Vance zu unterstützen, haben sich die beiden Staaten auf eine Feuerpause im Kampf um das umstrittene Gebiet Nagorno-Karabach geeinigt. Mindestens 100 Todesopfer und ungezählte Verletzte hat ein Schlamm- und Erdrutsch in einem Elendsviertel der brasilianischen Stadt Belo Horizonte gefordert. Unter den Trümmern der eingestürzten Häuser wird noch mehr Todesopfer vermutet.
1000 Menschen wurden obdachlos. Warnung an US-Bürger in Libyen. Die Sprecherin des US-Außenministeriums hat ihre Landsleute aufgefordert, Libyen sofort zu verlassen. Die USA, Großbritannien und Frankreich beantragen dem UN-Sicherheitsrat, Libyen mit einem Luftverkehrs- und Waffenembargo zu belegen. Damit soll die Auslieferung jener mutmaßlichen Terroristen erzwungen werden, die 1988 für den Absturz einer Pan Am-Maschine über dem schottischen Lockerbie verantwortlich sein sollen. Rückzug des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Paul Tsongas. Tsongas kann nicht genug Geld für den Wahlkampf auftreiben. Nach den beiden letzten Vorwahlen in Illinois und Michigan war Tsongas weit hinter seinem parteiinternen Konkurrenten Bill Clinton geblieben. Clinton hat bisher 5 Millionen Dollar an Spenden gesammelt, Tsongas nur 2 Millionen. Eine oberhalb von Airolo niedergegangene Lawine hat ein Todesopfer gefordert. Von den Schneemassen mitgerissen und schwer verletzt wurden 5 weitere Personen. Sie konnten alle lebend geborgen werden. Die Lawinengefahr im Unglücksgebiet wurde in den letzten Tagen als gering eingeschätzt. Die Regionalwahlen in Frankreich werfen jeweils kaum große Wellen. Heuer ist es anders, weil neue Kräfte, oder muss man sagen, alte Kräfte neu ins Bild gekommen sind. Wo immer die Nationale Front mit Jean-Marie Le Pen auftauchte, zog sie Anhänger, aber sie zog auch Proteste auf sich. Letzte Nacht wieder in Paris. Eine Demonstration von Le Pen-Gegnern, mehrere tausend demonstrierten gegen das braune Gedankengut, die Politik des Fremdenhasses der Nationalen Front. Die Demo war friedlich, erst als versucht wurde, eine Le Pen-Versammlung zu stören, da griff die Polizei ein, es artete aus in einer Straßenschlacht. Profitieren, da sind sich Beobachter einig, tut vor allem Le Pen von diesen Zusammenstößen. Aber man muss es ihm auch neidlos eingestehen. Er ist ein sehr erfolgreicher Populist in diesem Wahlkampf, genauso wie sein sozialistischer Gegenspieler Bernard Tapie. Wo die Christen hat die beiden Kampfhähne im Süden des Landes beobachtet. Ob Lyon oder Colmar, ob Paris oder wie hier in Nizza, das Bild ist immer dasselbe. Jean-Marie Le Pen als Befreier der Gefangenen in Siegerpose. Und wie immer dankt er zuerst dem frenetisch jubelnden Publikum, dass es ihn so gut unterstütze im Kampf gegen die ganze französische Dekadenz. Merci à vous tous, chers amis, qui avez accepté de vous battre à mes côtés contre les forces coalisées de la décadence française. C'est ainsi. Und dann Populismus in Reinkultur. Ein stundenlanges Sperrfeuer gegen alle und jedes. An niemanden wird ein gutes Haar gelassen. Vor allem natürlich nicht an den regierenden Sozialisten. Aber auch die bürgerlichen Spitzenpolitiker wie Chirac oder Giscard werden mit Hohn und Spott übergossen. Und immer wieder schmäht er die Medien als die stets dienstfertigen Helfer der Macht. Sie, klagt er als Fürsprecher aller zu kurz gekommenen, führten gegen ihn und den Front National nicht eine politische Kampagne, sondern einen regelrechten Bürgerkrieg. Und je deftiger die Vergleiche, je giftiger die Kritik, umso größer der Applaus seiner Anhänger, einer Wählerschaft, die immer zahlreicher wird und wie hier in Nizza bereits 40% ausmacht. Geradezu versöhnlich wirkt er aber in kleinerem Rahmen, selbst in Aussagen über seine Gegner. Herr Tapie gibt vor, ein Ehrenmann zu sein. Er sagt etwas, aber jeder weiß, dass er 5 Minuten später genau das Gegenteil verspricht. Er ist halt ein Teppichhändler. Und Tapie gibt zurück. Le Pen est un salaud et que ceux qui votent pour lui sont des salauds. Doch das Wort Salaud, Schweinehund, darf Bernard Tapie nicht mehr in den Mund nehmen. Ein Gericht hat es ihm verboten. Er hätte es vielleicht besser auch nie gebraucht, obwohl es ihm kurzfristig Publizität verschafft hat. Diese Wählerbeschimpfung nehmen ihm viele übel. Und während Umfragen Tapies Chancen schwinden sehen, reißen sich die Medien um das Wirtschaftswunderkind mit angeschlagenem Image. Sei es nur darum, um seine absehbare Niederlage hautnah mitverfolgen zu können. Blenden wir zurück. Der erfolgreiche Geschäftsmann und Freund Mitterrands Bernard Tapie gewinnt 1989 mit wenigen Stimmen Vorsprung die Nachwahl ins französische Parlament und versetzt Marseille für kurze Zeit in Euphorie. Doch sein Versprechen, dass die Linke nun alles besser werden lasse, erfüllt sich nicht.
Tapie kümmert sich zu sehr um andere Dinge, also um die Politik. Um den Fußball beispielsweise, dem er seinen Wahlsieg verdankt. Doch sein Olympique Marseille, den Fußballclub, in den er x Millionen hineinbuttert, braucht bald Geld. Tapie verkauft die besten Spieler. Ähnlich geht es mit Adidas, dem größten Sportartikelhersteller der Welt, der ihm zu 95% gehörte. Um Liquiditätsengpässe zu überbrücken, verscherbelt er fast die Hälfte der Aktien an seinen schärfsten Konkurrenten. Und ausgerechnet dieser Tapie, dessen Ende viele voraussagen, will die marode südfranzösische Wirtschaft retten. Zum Beispiel La Ciotat, wo seit 4 Jahren die Werft stillsteht. 30.000 Einwohner zählt diese Kleinstadt, 5.000 sind arbeitslos. Wer ihr Präsident wird, ist ihnen unwichtig. Was für sie zählt, ist einzig Arbeit. Wenn es nach mir geht, soll die Werft schon morgen eröffnet werden, auch wenn die Wände noch nicht neu angestrichen sind. Wir wollen nicht bis nach den Wahlen warten. Ich bin nicht für die Sozialisten, nicht für die Rechten und auch nicht für den Front National. Aber man muss die Wahrheit sagen. Tapie ist gekommen, um hinter verschlossenen Türen zu diskutieren. Er hat ja Angst vor dem Volk. Warum? Weil er weiß, dass er nichts als Lügen erzählt, sogar im Fernsehen. Doch Tapie redet weiterhin mit weicher Schmeichelstimme von Ehrlichkeit und macht auf Zuversicht. Der Verkäufer der Hoffnung wird die Wahlen aber nicht gewinnen, wenn man den Umfragen glauben kann. Diese sagen im Gegenteil einen Sieg seines großen Kontrahenten voraus, den er unter 10% drücken wollte. 25% werden es im Süden sein, die Le Pen wählen, den Händler der Angst. Die schwedisch-schweizerische ABB hat gestern ihren Abschluss fürs 1991 bekannt gegeben. Umsatz und Gewinn konnten gesteigert werden. Soweit so gut, nicht das sei aber unser Thema, sondern eine Entwicklung, die ABB sehr fördert, das Verschwinden des Spezialistentums. Lange Jahre glaubte man doch, die beste und rationellste Produktionsweise sei das Fließband. Die Arbeiten wurden in möglichst kleine Schrittchen zerlegt, jeder fertigte nur noch einen kleinen Teil des gesamten Produktes an, dafür sehr intensiv als Spezialist im Takt, den die Maschine vorgab. Und nun kommt also ABB und behauptet, das Fließband ist out, es lebe der Generalist. Mike Helmi erklärt. Vor gar nicht allzu langer Zeit sah es in vielen Fabriken Europas so aus. Jede Arbeiterin, jeder Arbeiter drehte nur an einem Schräubchen. Diese Zeiten sind vorbei. Zumindest bei ABB Schweden. In dieser Fabrik werden Motoren unterschiedlicher Größe hergestellt. Es sieht zwar immer noch so aus wie in einem Industriebetrieb, und dennoch hat sich hier so etwas wie eine zweite industrielle Revolution vollzogen. Alle Arbeiterinnen und Arbeiter haben heute mehrere Jobs. Spezialisten sind nicht mehr gefragt. Ulf Selvin kam vor 7 Jahren zu ABB. Früher hatte ich eine einzige, klar definierte Aufgabe. Heute beherrsche ich alle Handgriffe, die es braucht für den Bau eines Motors. Ist das denn besser als früher? Ja, das ist ganz klar positiv. Wenn man den Arbeitern mehr Kompetenzen zugesteht, so meint man bei ABB, dann würden sie nicht nur glücklicher, sondern würden auch schneller arbeiten. Innerhalb von 3 Jahren sollen alle ABB-Produkte in der Hälfte der bisherigen Zeit hergestellt werden. Vom Druckknopf bis zum Atomkraftwerk. Doch nicht alle machen mit. Also ich mache noch immer das Gleiche wie vor 18 Jahren. Ich glaube, ich bin zu alt geworden, um noch bei großen Veränderungen mitzumachen. Mal sehen, wie es weitergeht. Für die meisten im Betrieb hat sich aber etwas verändert. Ingali Olsen beispielsweise arbeitet heute nicht nur in der Fabrik, sondern erledigt auch Administratives. Sie bestellt Waren und verkauft Fertigprodukte direkt an die Kunden. Eine Sekretärin braucht es für diese Arbeit nicht mehr. Wir haben es heute sehr viel lustiger als damals, auch wenn wir mehr arbeiten müssen. Ich glaube, es lohnt sich auch für die Firma. Denn schließlich wissen wir doch am besten, wie man Probleme löst, die mit der Arbeit in der Fabrik zu tun haben.
Sehen Sie, für Wohnlehrer im Mikrofon. Auch die Konkurrenz versucht schneller zu arbeiten. Unterschied? Bei ABB setzt man nicht nur auf Maschinen, sondern auch auf die Talente der Mitarbeiter. Damit wir uns richtig verstehen, unser Ziel ist es nicht etwa, glückliche Mitarbeiter hervorzubringen, sondern die Konkurrenzkraft zu erhöhen. Dann steht in Ihrem Programm der Mensch also gar nicht im Mittelpunkt. Nein, er ist nur ein Werkzeug, um zu unserem Ziel zu kommen. Nun, Werkzeuge muss man ölen. Und auch das Werkzeug Mensch will gepflegt sein. Bei ABB Schweden pflegt man es mit Aerobic. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter sind's zufrieden. Und jetzt turnen wir noch ein wenig an den Börsen und Märkten herum. Der Swiss Performance Index legt hier heute respektable 6,9 Punkte zu. Er schließt für heute auf 1140,6 Punkte. New York, Wall Street, auch hier ein Plus von über 7 Punkten. Der Dollar wird im Moment in New York gehandelt zu 1,5150 Franken, hat somit fast 2 Rappen zugelegt. 100 D-Mark kotierten zu 90,69 heute in Zürich. Und die Feinunze Gold steht heute Abend auf $338.90. Und hier noch die leider nicht sehr erfreulichen Wetterprognosen. Deutschschweiz und Graubünden, morgen vorwiegend stark bewölkt und gelegentlich Regen. Schneefallgrenze auf 1300 bis 1800 Metern. Etwas besser sieht es in der Westschweiz und im Wallis aus. Und die Alpensüdseite kann gar mit Sonne.